Die von CDU/CSU geführte Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren viele Maßnahmen ergriffen, um die Bürgerinnen und Bürger besser zu schützen. Nationale Maßnahmen, europäische Maßnahmen, internationale Maßnahmen. Aus diesem Grund beschließen wir nun auch das neue Gesetz, das den grenzüberschreitenden Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden verbessern soll. Das Gesetz hat drei Schwerpunkte. Wir sind überzeugt, wenn Terroristen sich über die Grenze hinweg vernetzen, dann dürfen Sicherheitsbehörden keinen nationalen Tunnelblick haben. Und deshalb regeln wir, dass die Sicherheitsbehörden künftig mit unseren Partnern in Europa, mit unseren Partnern in der NATO gemeinsame Dateien führen können, dass sie die Informationen besser über die Grenzen hinweg miteinander austauschen können. Wir regeln darüber hinaus, dass eine Schutzlücke beim Erwerb von Prepaid-Mobiltelefonen geschlossen wird. Bisher bestand hier die Möglichkeit, seine Identität zu verschleiern. Dies wird künftig nicht mehr möglich sein. Und wir regeln zuletzt die Möglichkeit des Einsatzes verdeckter Ermittler bei der Bundespolizei. Wir wissen, dass wir verdeckte Ermittler benötigen, also Beamte, die eindringen in Strukturen der organisierten Kriminalität, um diese Kriminalität zu bekämpfen. Wir brauchen diese Maßnahmen insbesondere zur Bekämpfung der hochkonspirativen Schleuserkriminalität. Die Union setzt sich seit jeher für die innere Sicherheit ein, weil uns die Sicherheit der Menschen ein ganz zentrales Anliegen unserer Politik ist. Und das unterstreichen wir auch in dieser Woche mit dem neuen Gesetz, das wir hier beraten.